Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 25.08.2021. Und eigentlich brauchen wir gar nicht viel erzählen. Unser DAX, der blubbert einfach nur vor sich hin, steht ein bisschen auf der Stelle. Hampelt hier rum, blubbert. Seifenblasen kann man eigentlich nicht mal wirklich sagen. Blubbert halt einfach. Ihr habt gestern, also ich hab gestern Analysten gesehen auf YouTube. Er hat gesagt, seitwärts sieht er nicht kommen. Zitat. Seitwärts sieht er nicht kommen. Das ist eine schöne Woche, um Strecke zu machen, hat er gesagt. Richtig Vollidiot. Oder unser DAX ist der Vollidiot, ja. Aber einer von beiden, der gehört ausgepeitscht, definitiv hier zum Dienstag. Also, ja, was soll man dazu sagen? Das ist. Es ist in der Vortagesrange. Also, der ist eigentlich den ganzen Tag in seiner Öffnungskerze stecken geblieben, halt, ne? Das, was er da zum Kletterstart nach unten gezogen hat, das hat ihn den ganzen Tag beschäftigt. Das kennen wir schon aus dem Vortag. Das ist jetzt nichts Neues. Vom Bewegungsverhalten eigentlich auch identisch zu dem, was er am Vortag gemacht hat. Nur ein bisschen mit kleinerer Amplitude, also kleinerer Handlungsspanne. Ja, aber erst dieses Hochreißen vorher, dann Kletterstart hart nach unten schlagen, ein bisschen unten am Tief rumprobieren, dann aber doch nicht drunter durchkommen, raufsteigen und dann kurz vor Abend noch ein bisschen einknicken. Es ist genau das Gleiche, was wir jetzt hier gesehen haben, bloß in kleiner. Das heißt, auch hier wäre jetzt möglich, dass nochmal ein Aufwärtsgap kommt und ganz ehrlich, also ich bleib da weiterhin dabei. Also ich sehe das nicht. Das ist hier keine Ausgangslage für eine Seitwärtswoche. Also entweder kommt hier noch die große Zündung irgendwann am Donnerstag oder vielleicht sogar am Mittwoch, aber eher Donnerstag. Also naja, der Mittwoch steht schon schön jetzt. Kann auch schon zum Mittwoch kommen. Auch wenn Donnerstage eigentlich für sowas Übliches sind. Aber ich würde das nicht unterschätzen, die Woche. Also die Verfallswoche ist um. Und das ist normalerweise der DAX, der bringt ein bisschen Bewegung rein dann. Ja, weil das geht auf den September, es geht auf den großen Hexensabbat los. Die lassen den DAX da nicht stehen, wo er ist. Also auf keinen Fall. Also da möchte ich fast meine Hand für ins Feuer legen. Und von daher würde ich hier ein bisschen trotzdem wachsam bleiben. Ne? Wenn der, ich meine, jetzt hat er nicht mitgespielt, weder Montag noch Dienstag. Aber wenn er sein Fenster dann irgendwo mal findet, auszubüchsen, dann büchst er aus halt. Ne? So, über 49 würde ich schon sagen, Vorteil klar auf der Oberseite, haben wir gestern auch schon gesagt. Über 850 hat er erstmal Vorteil auf der Oberseite. Den hat er nicht richtig ausgespielt bekommen, weil er eben nicht über die 49 drüber gekommen ist. Hat sich den ganzen Tag da an der 29 abgehangen. Das ist, wenn man hier quasi eine Trendlinie von hier oben zieht nach da unten, die Begrenzung. Aber das ist nur auch erledigt, das Ding. Also da jetzt zu sagen, boah, und das ist eine krasse Trendlinie und die hält den DAX jetzt die nächsten 10 Jahre auf, dafür ist er zu oft schon ausgenudelt. Ne? Um das Ding geht es hier. Warte mal, sitzt der richtig drauf? Ja, sitzt richtig drauf. So, um das Ding geht's. Und da muss man halt schon sagen, dadurch, dass es hier unten so ausgebüxt ist, ja, dass es hier so überrissen hat und man hier kein Parallelogramm ziehen kann, ist es eigentlich schon tot, der Trend halt. Ne? Also sollte der da jetzt drüber gehen zum Mittwoch, ja, kleiner schwacher Start ist okay, kleiner schwacher Start ist okay, eine 8,50 von oben nochmal zu bestätigen wäre okay. Dreht er sich dann aber hart hoch über die 9,20 drüber, über die 9,40 drüber, das sind prozyklische Long-Signale. Ja, also über 29, über 49 kann der DAX abhauen und dann springt er wahrscheinlich auch gleich durch die 16,20 durch und rennt das mal auf so eine 16,65, 16,118, 16,230, die sind auf der Oberseite wichtig. Und um auf der Unterseite mal Ziele zu nennen, ich brauche dafür halt dicke rote Kerzen, ich brauche den Tief, ich brauche. Ach, das kann man nicht großartig short zurechtreden hier. Das wäre geschwindelt halt. Ne? In meiner Pflicht als Analyst, wo ich ja neutral alle Seiten aufzeigen soll, ist es meine Pflicht, hier zu sagen, dass wir zwar definitiv fallende Hochs haben, wir auf jeden Fall auch schon fallende Tiefs drin haben, aber der muss hier eindrehen. Der muss unter die 800 runter. Das erzähle ich jetzt, glaube ich, schon den dritten Tag in Folge. Der muss halt auch erstmal liefern wieder. Ne? Sonst, das ist so, der ist hier oben ist so angreifbar, oben rausgedrückt zu werden halt. Ne? Der gehört nicht viel dazu. Ein schneller Stich über die 49 und das kann schon reichen, das Fass da anzustechen, dass er da oben rauskommt halt. Ne? Und dann blubbert der dann weiter vor sich hin. Und dann blubbert er von einem ausgestoppten Short in den nächsten rein, weil damit ein Short Position auflöst, muss ja wieder in den Markt reingekauft werden und dann treiben die sich davon alleine hoch. Na, aber dafür muss er oben raus, fürs Short-Signal eben unten raus. Also da kann ich mir auch nicht helfen bei. Ja, da kann ja auch nichts dran ändern, wenn ich jeden Tag das Gleiche erzähle. Er muss das liefern. Der Markt muss uns das zeigen. Zeigt er uns, dass er das nicht gerissen kriegt, da oben drüber zu kommen.
und er fällt wieder unter 8,50 zurück. Ja, hallo, dann geht er auch wieder auf die 800 und die 87. Das, was er ja vollkommen ausgelassen hat, das war eigentlich meine favorisierte Route zum Vortag, ne? Also von daher, Analysten von gestern, den darf man mal auspeitschen. Also, das ist absolut nicht das gewesen, was ich hier erwartet hätte und auch nicht das, was zum Dienstag für einen DAX üblich ist. Auch nicht in so einer Woche. Das ist einfach buh. Da kann man Buh machen zu dem, was der DAX hier gemacht hat. Ja, halt mal dem mal alle einen Daumen nach unten zum DAX. Und vielleicht zündet er ja mal. Naja, aber grundsätzlich, also unter 8,50, ja, dann klackert es sich nach unten wieder so eine 800 als Ziel rein. Und wenn er unter 800 steht, dann wird das auch langsam wieder ein bisschen schicker, weil dann kommt die 87 und alles, was da runter geht, das kriegt schon unheimlichen Touch dann hier, so Richtung 37, 700, 670, dann hier unten wieder 580. Dann kommt das so eins zum anderen, vom einen ins nächste. Aber man muss halt die Punkte erst umlegen. Und momentan hat er uns immer mehr Punkte nach oben umgelegt. Und deswegen würde ich auch sagen, solange er unten eben noch nichts umlegt, im Zweifel halt oben noch mit einplanen. Und wenn er da jetzt eben über diese Trendlinie auch noch drüber macht, 29 überwindet, 49 überwindet, ah, dann würde es mich nicht wundern, wenn er auch mal einen schnellen 100-Punkte-Stich nach oben hinlegt. Ja, einfach weil die Shorts dann rausreißen. Ja, der Markt die Shorts dann zum Schließen zwingt. Das macht er. Na, und wenn der dann da einmal hochsteht, jetzt, wenn er das Mittwoch machen soll, dann kommt zum Donnerstag auch noch was hinterher. Da kann man fast von ausgehen. Na, wenn der zum Mittwoch da sich oben rausstellt, irgendwo über 16,20, dann geht der Donnerstag auch Richtung 16,230. Und von daher passt eigentlich alles, was wir hier gezeichnet haben, gut rein. Hier im Kleinen wüsste ich nicht, wie ich es ziehen soll. Ich würde es erstmal weglassen. Es ist ein bisschen Schiebezone einfach noch. Und wir sehen es ja auch. Aber ich würde schon sagen, unter 850 Tendenz Richtung 800, Richtung 780, unter 780, 800 Tendenz Richtung 700, 670, unter 670, dann hier unten Richtung rote Linie. Und dann haben wir wieder ein tieferes Tief. Und dann kommt langsam ein Abwärtstrend, sodass man dann auch wirklich ein bisschen freier auch über Short reden kann. Unter der roten Linie halt hier auch. Ne? Also da kann man dann auch die große Keule wieder schwingen und hier von Umkehr und so weiter und große Ziele auspacken. Aber möchte dann auch erst haben. Na, also zumindest mal hier die 800, 850 da wegbrechen. Na, 87. Ansonsten, wie gesagt, kann es nur wiederholen, wenn er nicht unten wegklappt und nur oben drüber geschoben wird. Und wenn es nur jeden Morgen per Aufwärtskipp ist, auch das kann ein DAX. Ja? 1000 Punkte am Stück steigen und immer nur 100 Punkte auf die Aufwärtskaps und dann den ganzen Tag zur Seite, haben wir alles schon gesehen im DAX. Ne? Das geht auch. Ne? Aber das kriegt er auch nicht hin. Er kriegt ja die Aufwärtskaps nicht gestanden. Jedes Mal, wenn er Aufwärtskap macht, fällt er wieder zusammen in sich. Also, das ist schon ein bisschen schwieriger, Kollege, momentan. Ja, übergeordnet, die bei uns die Updates kennen, die wissen, was ich davon halte. Aber wir brauchen Signale. Wir brauchen Signale. Ja, so, das heißt 850, 800 unten raus für Short-Optionen und oben über die 29, 49 und dann klackern oben immer mehr Ziele rein und damit können wir es belassen, Video zu machen. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg zum Mittwoch, gutes Gelingen und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, tschüss.